Ja, so sieht es langsam auch aus. Was? Ich sehe es ja, dass es nicht so ist. Da brauche ich eigentlich eine rein rhetorische Frage. Okay, nächste Bewegung. Kurze zwei Kontakte. Das bedeutet, wir gehen runter auf das rechte, links, rechts, stehen bleiben. Okay, kurz stehen bleiben, relax. Dreimal hintereinander. Ja, stehen bleiben. Aufs rechte Bein immer noch. Okay? Ja, dauert manchmal ein bisschen, aber ist gut. Ready? Gesäßaktivierung. Ihr werdet viel stehen, ihr werdet euch viel bewegen, viel seitlich. Die Hüfte muss fest sein. Bitte jeder für sich runter. 15 mal rechts, 15 mal links. Okay, get ready. Schönen guten Morgen. Wir haben 7.01 Uhr. Ab 7.15 Uhr bis 8.15 Uhr ist unsere Verpflegungszeit. Ja, also guten Appetit fürs Frühstück. 8.30 Uhr, das heißt, ihr habt offiziell jetzt noch über 90 Minuten Zeit. 8.30 Uhr sehen wir uns in den Meetingräumen, Offense und Defense aufgesplittet. Ihr solltet bereit sein. Das heißt, Helm, Pad. Fragen? Keine? Guten Morgen! Rafa, sag mal, was wird denn die Schwierigkeit so sein für dich? Die Aufmerksamkeit einfach mal auch hochzuhalten. Weil die haben ja nicht nur mich, die haben ja noch andere Aufgaben. Und das ist, glaube ich, mal die größte Hürde für alle Trainer. Einfach mal die Aufmerksamkeit umzuhalten und den Fokus einfach mal da zu behalten, wo er sein soll. Was glaubst du, was deine Aufgabe hier ist? Mich einfach nur für diese Saison vorzubereiten. Dass die Jungs wissen ganz genau, wenn ich nicht da bin, wie sie sich erwärmen sollen. Dass alle Muskeln wirklich dort sind, wo sie hingehören. Genau die richtige Temperatur haben und die Game Day einfach mal perfekt ist. Und die starten können. Wo siehst du so die größten Defizite bei der Masse? Immer noch Mobilität ist immer noch nicht optimal, aber auch in einigen Stabilitätspunkten gibt es wirklich ein bisschen Nachholbedarf. Ja, aber ich denke mal, das kriegen wir noch hin. Bist du positiv gestimmt? Definitiv, sonst wäre ich nicht hier. Danke, Rafa. I'm Talon Rogish from Silverthorne, Colorado. Grew up in a sports family. I had a passion to travel the world and play football. And I've been to a few other countries, Australia and Brazil. Finally, my path has led me here to Germany, which has been one of my ultimate goals since I was about 22 years old. Ride was good. I took a really good nap, so I missed a whole bunch of it. Saw some German countryside, saw some slow-ass German trucks. Sport is my passion. Competition is passion. Being better every day in some kind of aspect of my life, whether I can go be a better footballer or a soccer player or a basketball player, or if I can gain knowledge, learn languages, learn cultures, this is my passion. Everything's competition. I hate losing. I always want to win. I'm very, very, very competitive. Coming down to board games, video games, whatever it is, I like to win. Just be patient. Oh, George. Yeah. George is a huge whiteboard. George. Yeah. George. Oh, okay. No. Ooh. Oh, there we go. There we go. Woo! When it gets rough, I get rougher. I like to take it to the next level, play at that level, above the level. I've always kind of been the skinnier guy on the field, but I have no problem coming to fight with the biggest guy in the field. I'm always a big believer in what you believe is what you will create in your life. If you believe that
you're going to be the best writer of a book or painter or whatever aspect of life that you enjoy, that you think you can be the best player, human being. I think that the universe will help you in your direction and design a path for you to become strong along the way. But that's a lot longer in one sentence, but that's the story. Ich bin Fabian Herlemann, ich bin einer der Gründer des Leipziger Sportvereins ASC Leipzig Hawks e.V. und bin in diesem Verein neben dem sportlichen Leiter auch der Cheftrainer des Herrenteams und auch der U19. Du berührst den Ball und berührst ihn dann. Du schaffst es, den Ball zu berühren, ja, irgendwie zack, dass du ihn auch nur so mit den Fingerspitzen berührst und rennst dann noch in ihn rein. Dann hast du nämlich legal es geschafft zu blocken und der Schiedsrichter sieht, dass du blockst. Ich lebe das mit Leib und Seele. Das merke ich insbesondere daran, dass ich jede freie Minute im Grunde genommen drumherum versuche, wirklich so zu planen, dass ich irgendwie mit diesem Sport zu tun haben kann. Da das Ganze ja auch im Ehrenamt läuft und ich nebenbei ja auch noch einem Beruf nachgehe und die Vorbereitungen so eines Camps, also insbesondere das Absprechen und das Koordinieren all der ganzen Leute, die beteiligt sind, viele, viele Trainer, Organisationen, die Sportstätte hier erfordert halt hunderte von E-Mails, Telefonaten etc. pp. Und das ist primär das, was ich gemacht habe. Wir haben ja vorher auch intensiv die Trainingsstätte hier ausgesucht und genau überlegt, was brauchen wir für Bedingungen hier. Und ich glaube, sowohl die Sportplätze als auch die Schwimmhalle, das Essen, die Zimmer, es hat alles sehr gut gepasst. Heute ist auf jeden Fall der stressigste Tag aufgrund des Scrimmage gegen die Hamburg Snipers. Es ist wie an einem richtigen Spieltag. Es müssen alle Trikots bereitgelegt werden. Es braucht jeder die richtige Trikotnummer. Jeder braucht die richtigen Socken, die richtigen Hosen. Ja, und das mache ich dann alles in Person und dauert halt eine Weile. Es ist Football-Saison und bis zum Ende der Saison, September, Oktober, ist das Freizeithobby und kommt sofort nach der Arbeit. Was diesen Verein kennzeichnet und jeden, der da nur einen Finger dran krumm macht, ist, dass es im Ehrenamt passiert. Und dementsprechend ist das irre, was hier einzelne Personen leisten und sehr beachtlich, was sehr viele Personen leisten. Ich glaube, dass hier Menschen zusammengekommen sind und es werden nach und nach immer mehr, die Gemeinnützigkeit leben. Es ist schon Luxus, dass wir zusammensitzen, alle in einem Raum mit Internet und Zeit haben. Ja, weil meistens ist es halt so, einer fängt irgendein Thema an und schreibt dann eine E-Mail oder schickt eine WhatsApp und der nächste sagt dann, okay, muss ich nochmal drüber nachdenken. Da kommt eine Woche gar keine Antwort, da kann der eine nicht weiterarbeiten, dann muss der andere irgendwas machen. Und so versucht halt jeder das Beste draus zu machen. Aber meistens ist es halt wirklich so, wenn wir mal zusammensitzen, es ist immer gut, weil man halt so face-to-face reden kann. Manchmal ist es halt auch anstrengend, klar, weil jeder von uns halt irgendwie noch einen Vollzeitjob hat. Also spätestens, sage ich mal, wenn einer von den Teams halt auf den Platz kommt, du siehst halt das Logo, du siehst das Jersey, was wir quasi erstellt haben und erschaffen haben. Und du siehst halt, dass alle irgendwie einheitlich sind und dass alle Spaß haben, alle Bock haben. Du verbindest was mit der Musik, die zum Einlaufen kommt und du hast einfach nur richtig Bock, dass das Spiel richtig geil wird. Also die größte Herausforderung in diesen 3 Tagen hier in Osterburg im Trainingscamp 2018 ist, aus vielen, vielen Individuen ein Team zu machen.